Du liegst in Shavasana. Mach es dir so richtig schön bequem auf deiner Matte. Deine Beine sind hüftweit auseinander. Spürst hinein, wie deine Zehen ganz locker nach außen fallen. Spürst in deine Arme, wie sie vom Körper abgespreizt liegen, ganz entspannt auf dem Boden. Wie die Finger in ihrer natürlichen Krümmung Platz genommen haben. Und dann spürst du in deinen Bauch hinein, tiefe Bauchatmung. Einatmen, hebt sich dein Bauch und ausatmen, senkt er sich wieder nach unten. Und dann spannst du für einen kurzen Moment nochmal deinen ganzen Körper an. Du ziehst die Zehen zu dir heran, lange gestreckte Beine fest in die Matte drücken, Gesäß fest in die Matte drücken, Rücken fest in die Matte, Fäuste, gestreckte Arme fest in die Matte drücken und den Hinterkopf dazu noch fest in die Matte drücken. Halten, halten, halten und lösen. Entspannen. Spürst wieder in deinen Bauch rum. Spürst hinein in die tiefe Bauchatmung. Und während du jetzt beobachtest, wie sich einatmen, deine Bauchdecke hebt und ausatmen senkst, hörst du deinem Herzen zu. Hörst ihm zu, ob es dir etwas erzählen mag, etwas Freudvolles, etwas Leidvolles. Oder etwas über die Stille, Stille. Spür deine Zehen, fang sie langsam an zu bewegen. Spür deine Finger, bring Bewegung in deine Beine, in deine Arme. Und jetzt guck mal, was dir heute gut tut, eine richtig schöne Streckung oder nochmal so ein Rekel nach links und rechts. Und dann komm an im Sitzen auf deiner Matte. Und dann spür hinein in deine aufrechte Sitzhaltung. Spür hinein in deine Entspannung deiner Beine. In die Aufrichtung deiner Wirbelsäule. Wie deine Schultern nach hinten unten zusammenfließen. Wie dein Brustbein sich noch etwas mehr nach oben anhebt. Wie dein Scheitel zur Decke strebt und dein Kinn ganz entspannt ist. Und spür mal hinein, wie in dieser aufrechten Sitzhaltung dein Prana ganz frei fließen kann. Und wir werden heute auch mit einem Mantra dieses Fließen der sieben heiligen Flüsse Indiens anrufen. So möge es auch in uns noch freier fließen können. Atme tief ein, atme ganz aus. Und atme bequem ein für dreimal um. Oh.
Satguru Shivananda Maharaj ki jai. Ja, Om Namah Shivaya. Mein Name ist Manuela. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu dieser Bhakti Puja Yoga Stunde. Das heißt, wir werden heute die Yoga Stunde verbinden mit einer geistigen Puja. Du wirst innerlich, ich werde dich dazu anleiten, die einzelnen Schritte einer Puja durchgehen. Und dabei sind die Wirkungen abgestimmt auf die körperlichen, energetischen und geistigen Wirkungen der jeweiligen Asanas oder der Pranayamas. Ja, und so schauen wir, dass vielleicht die spirituelle Segen, die spirituelle Kraft noch sich verstärken kann und stärker durch dich hindurchfließen kann. Und ja, wir beginnen ganz klassisch mit Kapalabhati, die Reinigung der Lungen, und verbinden dies mit Achamana, der Reinigungsrituale, die am Anfang der Puja durchgeführt werden, gefolgt von der Wechselatmung, wo wir mit dem Öffnen des dritten Auges dann weitermachen. So sitze ganz aufrecht. Lass nochmal dein Brustbein richtig schön weit nach oben streben, damit du gut Platz im Bauchraum hast. Atme tief und vollständig ein. Atme ganz aus. Atme bequem ein und beginne. Ham so, 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 ham so. Hum so, 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 griff, tick, griff, tick, hum so, 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 hum so. Vollständig geleerten Lungen, kannst dich gerne nach vorne abstützen und Agnisara praktizieren. Und dabei stell dir vor, wie ein reinigender Wasserstrom durch dich hindurchläuft. Om Keshavaya Namaha. Dann richtest du dich mit dem Einatmenimpuls auf. Atmest nochmal tief und vollständig ein. Atmest ganz aus. Atmest bequem ein, füllst deine Lungen zu etwa 3/4, hältst deinen Atem an, gehst mit deiner Konzentration in dein Manipura Chakra, lässt es stärker und stärker aufstrahlen, mit Hilfe des Mantras an Surya, den Sonnengott. Om
Haritya Vidmahe Sahasra Kyonaya Dimahe Tanna Surya Prachodayat Om Haritya Vidmahe Sahasra Kyonaya Dimahe Tanna Surya Prachodayat Om Haritya Vidmahe Sahasra Kyonaya Dimahe Tanna Surya Prachodayat Atme ganz entspannt aus. Atme tief und vollständig ein. Atme ganz entspannt aus. Atme bequem ein. Beginne. Ham, so, 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 stützen, Agnisara praktizieren, Wirbelsäule schön lang dabei machen und wieder den Wasserstrom durch dich hindurch fließen lassen. Om Achyutaya Namaha. Mit den Einatmenimpuls richtest du dich dann auf, atmest tief und vollständig nochmal in die Aufrichtung hinein, atmest ganz entspannt aus, atmest bequem ein und füllst deine Lungen zu etwa 3/4. Setzt nun Mula Bandha, deine Beckenbodenschale, und lässt alles Prana dort hineinfließen. Und auch hier lässt du dich unterstützen von einem Surya Mantra. Om Grini Surya Aritya. Om Grini Surya Aritya. Om Grini Surya Aritya. Und das Mantra weiter in deinem Geist erklingen lassen. Nun atme ganz entspannt aus dem Beckenraum aus. Atme tief und vollständig ein. Atme ganz aus. Atme bequem ein und beginne. Ham, so, 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 so, ham, 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 so
so, ham, so, ham, so, ham, so, ham, so, ham, so, ham, so, kräftig, kräftig, ham, so, 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 kräftig, kräftig, ham, so, 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 vollständig geleerten Lungen. Nach vorne abstützen gerne. Udiana Wanda, diesmal die Bauchdecke schön nach innen umziehen mit langem Rücken. Das Prana nach oben steigen lassen. Om Anantaya Namaha. Und mit den Einatmenimpuls aufrichten. Tief und vollständig einatmen. Ganz ausatmen. Atme bequem ein. Halte deinen Atem an. Setz wieder Mula Bandha. Spür hinein in deine Beckenschale. Und dann spür, wie das Prana nach oben steigt. Bis hinein in deinen Agnya Chakra. Und von dort lässt du es wie eine Sonne in alle Richtungen ausstrahlen. Om Namo Bhagavate Sri Suryaya Arityaya Akshite Dose Aho Vahini Vahini Svaha. Om Namo Bhagavate Sri Suryaya Arityaya Akshite Dose Aho Vahini Vahini Svaha. Om Namo Bhagavate Sri Suryaya Arityaya Akshite Dose Aho Vahini Vahini Svaha. Und über die Mitte deines Schädels ausatmen. Spür kurz nach im Sitzen. Du kannst da auch gerne nochmal in deine Beine spüren, ob sie sich noch einmal bewegen möchten. Tu dies ganz in deiner Stille, in deiner Konzentration. Und dann kommst du in die aufrechte Sitzposition für die Wechselatmung. Du kannst gerne nochmal deine Schulter nach hinten unten fließen lassen. Du kannst gerne nochmal dein Brustbein nach oben streben lassen.
Und dann legst du deine Hände in die Mudras. Deine linke Hand geht ins Chin Mudra und deine rechte Hand ins Vishnu Mudra. Und dann atmest du einmal tief und vollständig ein. Atmest ganz aus. Atmest noch einmal tief und vollständig ein. Ganz aus. Dann verschließt du rechts und atmest über links tief und vollständig ein. Hältst den Atem an. Bleibst für einen Moment in der Stille. Kannst auch noch mal in deinen Kopf spüren, ob er sich mittig ausgerichtet hat. Und du öffnest rechts und atmest ganz entspannt aus. Rechts einatmen. Atem anhalten. Gibst deine Konzentration zu deinem dritten Auge. Du möchtest dir jetzt Tilaka, die drei heiligen Pulver, auftragen. Du öffnest links und atmest ganz entspannt aus. Links ein, halten und stelle dir vor, wie du Wasser in deine linke Hand gibst, wie du deine drei mittleren Finger mit Wasser benetzt, rechts aus und sie eintauchst in die Shiva-Asche. Rechts ein, anhalten, Shiva Asche von links nach rechts auftragen. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat. Links aus. Om Shivaya Namaha. Links ein, halten, du säuberst deine Hände geistig und dann tauchst du deinen Ringfinger in die Sandelholzpaste ein, rechts aus. Rechts ein, halten, Sandelholzpaste für Vishnu aufs dritte Auge. Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Links aus. Om Keshavaya Namaha. Links ein, anhalten und wieder säuberst du deinen Finger, tauchst ihn ein in das Wasser und benetzt ihn mit Kumkum. Rechts aus. Rechts einatmen, halten, für die Devi das Kumkum aufs dritte Auge. Om Aim Rim Klim Jamundaye Viche Namaha. Links aus. Om Adi Shaktye Namaha. Links ein, halten, spür nach, dein drittes Auge, spür hinein in die Öffnung. Rechts aus, übers dritte Auge ausatmen.
rechts ein ins dritte Auge hinein. Halten, spüren. Links aus. Links ein. Halten. Stille. Rechts aus. Rechts ein. Halten. Stille. Links aus. Deine linke Hand sinkt. Spür nach. Du kannst dir jetzt deinen Altar visualisieren. Die Hauptmurti ist Krishna. Shiva hat Platz genommen auf der rechten Seite, auf der linken Seite die Devi, Lakshmi. Und ganz vorne steht Ganesha. In der Mitte sind Padukas für den Guru, Swami Shivananda. Dann öffnest du ganz langsam deine Augen, stellst dich ein auf Bewegung. Wir wollen im Sonnengruß die Gottheiten anrufen. Du richtest dich gut ein in Tadasana. Spürst nochmal deine Fußsohlen, wie sie gut verwurzelt mit Mutter Erde sind. Deine leicht gebeugten Knien. Wie dein Schambein Richtung Bauchnabel zieht. Wie dein Rücken ganz aufgerichtet ist. Wie deine Schulterblätter nach hinten unten fließen. Dein Brustbein nach oben strebt. Dein Scheitel zur Decke. Du wirst den Sonnengruß selbstständig ausführen. Ich werde dabei die Anrufungsmantras rezitieren. Und mit jedem neuen Wort gehst du in die nächste Asana. Beginne. Om Gang Ganapataye Namaha. Om Shanapa Vaya Namaha. Om Aim Sarasvatyei Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Hari Shaktye Namaha. Nochmal. Om Gam Ganapataye Namaha. Om
Sarasvatye Namaha Om Gom Gurubhyo Namaha Om Namo Bhagavate Shivanandaya Om Ari Shaktye Namaha. Rufen wir nach Krishna ganz besonders an. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Und möge auch Surya, der Sonnengott, diese Puja begleiten. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Manave Namaha, Om Gagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagavaya Namaha, Om Arichaye Namaha, Om Arityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Akaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Gagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagavarya Namaha, Om Arichaye Namaha, Om Arityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Akarya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Gagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Arichaye Namaha, Om Arityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Akaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Manave Namaha, Om Gagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Arichaye Namaha, Om Arityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Akaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Manave Namaha, Om Gagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Arichaye Namaha, Om Arityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Akaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha. Ich will nach tiefe Bauchatmung. Kannst du in deinen Herzraum spüren? Dann heb einatmen, deine Arme ganz weit nach oben. Lass dabei die Schulter nach hinten unten zusammensinken. Und dann setz dich auf deinen gedachten Stuhl. Spür mal hinein in dein Muladhara Chakra. Hol dir Kraft aus Mutter Erde. Zieh sie aus dem Boden heraus.
Und dann kannst du ganz in der Ruhe dich absetzen mit deinem Gesäß, direkt übergleiten in Navasana, das Boot. Du kannst deine Willenskraft stärken in Navasana. Und so ist dies ein wunderbarer Zeitpunkt, einen Sankalpa zu setzen. Kannst ein Gebet, eine Affirmation an Krishna senden. Tiefe Bauchatmung. Und nun dreh dich noch einmal nach rechts. Und auch dorthin sendest du dein Gebet, deine Affirmation, deinen Wunsch. Du drehst dich nach links. Und auch hier soll er wirksam werden. Du richtest dich mittig aus und legst dich Wirbel für Wirbel ab. Shavasana, Entspannung. Jnanavarakya Siddhi. Dann komm über herangezogene Knie oder über die Seite zum Sitzen auf der Matte an. Dann drehst du dich nach vorne auf, kommst in Gabhasana, die Stellung des Kindes, möglichst am Ende deiner Matte. Und dann verneige dich innerlich vor deinem Altar. Du kannst dabei alles loslassen in diesem Pranam an Gott. Du kannst ihm alles übergeben. Oder du gibst ihm nur ganz, ganz bestimmte Gedanken von dir, ganz bestimmte Wünsche hin. Einatmend richtest du dich Wirbel für Wirbel auf. Für die Umkehrstellung, Shishasana, oder wenn du möchtest, den Hund oder den Hasen, kommst du, ja, für Shishasana misst du halt gut deine Oberarme ab, ne, mit den Händen, legst das Päckchen auf der Matte ab, streckst die Unterarme nach vorne aus, bildest die Handschale. Legst deinen Kopf dort hinein, streckst dein Gesäß zur Decke, tippelst nach vorne, Bauchmuskulatur angespannt, ziehst du die Beine zu dir heran, führst sie zuerst nach hinten und kommst dann in die Aufrichtung. Spürst hinein in das Gleichgewicht, was dich jetzt hält. Drückst dich gut raus aus den Schultern. Es folgt Abhisheka, das rituelle Plopbad. Und das kannst du mal hineinspüren, wie dein Blut jetzt ganz frei nach unten abfließen kann. Und in diesen reinigenden Fluss in dir kannst du dir vorstellen, wie du die Murtis einzeln mit Reismilch übergießt.
Krishna, Krishna, Mahayogin, Bhagdanam, Abhyankara, Govinda, Paramananda, Sarvameva, Shamanaya. Krishna, Krishna, Mahayogin, Bhagdanam, Abhyankara, Govinda Paramananda Sarvameva Shamanaya. Krishna, Krishna, Mahayogin, Bhagdanam, Abhyankara, Govinda Paramananda Sarvameva Vashamanaya. Dann baue Schritt für Schritt deine Umkehrstellung wieder ab. Komm zurück in Gavasana. Verneige dich wieder in Dankbarkeit. Einatmen, Wirbel für Wirbel aufrichten. Für den Schulterstand, komm auf dem Rücken zum Liegen auf deiner Matte. Schau schon mal nach hinten, ob du noch genügend Platz hast für den Flug oder ein Kissen platzieren magst. Dann streck deine Beine schön weit nach vorne aus, bring sie zusammen. Deine Arme liegen ganz, ganz dicht an deinem Körper und die Schultern sind ganz weit weg von den Ohren. Und mit angespannter Bauchmuskulatur einatmen, die Beine schön heben und dann noch weiter das Becken nach oben bringen. Und die Hände platzieren am Rücken und dann spürst du hinein in deine Ellenbogen, ob die ganz nah beieinander sind. Wenn nicht, setz einfach nochmal deine Knie auf deine Stirn ab, ruckel deine Ellenbogen ganz, ganz nah zusammen. Dann unterstütz wieder deinen Rücken, komm zurück in die Aufrichtung. Kannst auch nochmal Druck auf deine Unterarme geben und vielleicht noch etwas mehr dich aufrichten. Dein Gesäß, dein Becken nach oben streben lassen. Und deine Füße, die sind ganz entspannt. Du bist in Savangasana, die Stellung aller Teile. Nun stell dir vor, wie du deine Murtis einzeln mit Wasser übergehst, wie du sie abtrocknest und wie du sie dann wieder auf deinem Altar platzierst. Und so kannst du dir vorstellen, wie alles während des Zusammenfügens seine Ordnung hat im Kosmos. Wie alles seinen Platz hat, seinen Platz gefunden hat. Und du kannst hineinspüren in dieses Gefühl einer Ganzheit. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mit dem nächsten Ausatmenzug lässt du entweder beide Beine oder die Beine einzeln nacheinander nach unten sinken. Kommst in den Flug. Schaust, dass deine Zehen richtig gut Halt finden. Kannst doch hier wieder nochmal Druck auf deine Oberarme geben und dich noch etwas stärker aufrichten. Kannst doch mal in deine Knie hineinspüren, ob sie schon in eine gute Streckung gekommen sind. Wenn du guten Halt hast, dann löse gerne auch deine Arme vom Rücken. Nun betrachte innerlich deinen Altar ganz gesäubert, wie er glänzt, und lass dich von diesem Bild in deine Mitte führen, in ein Gefühl der Zentriertheit, in Stille, Stille. Einatmen, aufrichten. Vom Schulterstand direkt übergleiten in die Schulterbrücke oder Wirbel für Wirbel abrollen und dann das Becken weit nach oben schieben. Hinein in die Schulterbrücke. Kannst wieder dein Muladhara Chakra spüren und dir wieder aus Mutter Erde Kraft holen. So kannst du das Becken noch etwas weiter nach oben schieben. Tiefe Atmung und ausatmen, sinken lassen. Streck deine Beine nach vorne aus, bring sie zusammen, platziere deine Hände unter deinem Gesäß, dabei sind die Schultern möglichst weit weg von den Ohren. Du kommst in Matsyasana, den Fisch. Und einatmen, richtest du dich im Oberkörper auf. Und ausatmen, lässt du deinen Kopf nach hinten, unten sinken. Und deine Füße sind ganz entspannt, deine Zehen berühren sich.
Wenn du gerne zum Hohlkreuz tendierst, dann zieh einfach nochmal dein Schambein Richtung Bauchnabel. Spüren die Kraft deiner Oberarme, in den Druck deiner Unterarme. Spüren die sanfte Berührung deiner Kopfdecke auf der Matte. Und jetzt spür tief in dein Herz hinein. Alankara, das Schmücken der Murtis. Kannst in dein Herz hineinspüren, wie es sich öffnet, indem du gibst. Du gibst den Murtis, Tilaka, die drei heiligen Bulva. Du beschenkst sie mit wunderschönen Malas. Und vielleicht möchtest du ihnen auch ein Kleidungsstück anziehen. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Einatmen, aufrichten, ausatmen, sinken lassen. Bleib in deinem Herzensraum. Betrachte dieses Bild deines Altars. Zieh die Knie zu dir heran. Und dann umfasse deine Schienbeine und mach so wunderschöne Schaukelbewegungen nach links, nach rechts. Vorne zurück, kreisen lassen. Dann kommen stärkere Schaukelbewegungen nach vorne und nach hinten und zum Sitzen auf deiner Matte an. Streck die Beine schön weit nach vorne aus. Für Paschimottanasana, die Vorwärtsbeuge, befreist du noch deine Sitzbeinhöcker, indem du deine Pobacken nach hinten außen ziehst. Schöne lange gestreckte Beine, Zehen richtig schön zu dir herangezogen und Fußaußenkanten ziehen sich nochmal zu deiner Brust hin. Und dann gehst du nochmal in die Aufrichtung mit deiner Wirbelsäule, lässt dein Brustbein richtig schön weit nach oben streben, dazu streckst du dann deine Arme weit nach oben hinaus.
Und dann verneige dich. Ganz in Stille verneigst du dich vor deinem Altar. Stille. Einatmen, nochmal Länge in den Rücken bringen und ausatmen, nochmal etwas tiefer sinken. Alle Gedanken abgeben, ihm übergeben. Einatmen, aufrichten und ausatmen, die Hände erstmal nur nach unten, unten sinken lassen und nachspüren. Dann einatmen, das Becken schön weit nach oben streben lassen. Spür mal deine Zehen, die wollen so gerne diese Matte berühren. Schieb das Becken noch etwas weiter nach oben. Tiefe Bauchatmung. Und ausatmen, sinken lassen. Dann dreh dich ganz in deiner Ruhe nach vorne in die Bauchentspannungslage. Und jetzt verbinde deine gesamte Körpervorderseite mit Mutter Erde.
Deine Zehen liegen möglichst zusammen, deine Fersen fallen ganz locker nach außen, deine Gesäßhälften gleiten nach außen, deine Schultern fließen nach unten. Du wirst gleich, kannst dir schon mal geistig vorstellen, das liegende Boot praktizieren. Und du wirst dabei deinem Altar wunderschöne Blütenblätter und Rosen darbringen. Du wirst deine Hände weit nach vorne ausstrecken, um diese Blütenblätter darzubringen. Deine Füße sind dabei ganz geschlossen, dein Gesäß angespannt und dein Schambein drückt fest in die Matte. Und dann öffne dich einatmend nach oben, bring die Oberkörper weit nach oben, streck die Beine nach hinten und dann weit nach oben aus. Dann mach dein Herz ganz weit, konzentriere dich über dein drittes Auge auf deinen Altar. Und dann bringen wir ihm wunderschöne Blütenköpfe und Blätter da. Om Shri Krishnaya Namaha. Om Shri Krishnaya Namaha. Om Shri Krishnaya Namaha. Wenn dein Körper zwischendurch eine Entspannung braucht, dann gönn sie ihm. Aber geh ruhig nochmal dann hinein in die Stellung, wenn es sich gut anfühlt. Om Shri Krishnaya Namaha. Om Shri Krishnaya Namaha. Om Shri Krishnaya Namaha. Ausatmen, sinke zu Boden. Komm in die Bauchentspannungslage zurück. Kannst dich wieder innerlich verneigen. Du wirst deinen Altar nun Gaben darbringen, Samapana. Zuerst wirst du ihm Räucherstäbchen, einen wunderbaren Duft darbringen. Dann wirst du ihm noch Licht darbringen. Und du wirst ihm eine wundervolle Speise darbringen. Und das alles machst du in Dhanurasana, dem Bogen. Winkle jetzt deine Beine an, umfasse deine Fußgelenke, spann dein Gesäß an, drück fest dein Schambein in die Matte und dann richtest du dich einatmend auf, gibst deine Konzentration zuerst auf deine Nasenspitze, bringst Räucherwerk da. Dupam samarpayami. Jetzt konzentrierst du dich auf dein drittes Auge, bringst Licht da. Dipam samarpayami. Nun setzt du deine Zungenspitze an dein Gaumendach, konzentrierst dich nochmal auf dein Sahasrara Chakra und bringst eine wunderbare Speise da. Om Bhurbhuvasvaha Tatsavitorvaranyam Bhargorevasya Rimahi Diyoyana Prachorayate. Ausatmen, sehen, gelassen.
Gleite hinüber in die Stellung des Kindes. Verneig dich vor deinem Altar. Schau dabei, dass dein Rücken gut entspannen kann. Und wenn dein Gesäß jetzt nicht deine Fersen berühren, wenn da ganz wenig Platz ist, dann pack ein Kissen oben drauf auf deinen unteren Rücken. Und wenn da doch noch etwas mehr Platz ist, dann schiebe einfach das Kissen zwischen Fersen und Gesäß. Dann lass deine Schultern so richtig schön nach unten gleiten. Und alle Gedanken, alle Emotionen, die da kommen mögen, gibst du wieder ab. Bringst du Gott da. Einatmen, Wirbel für Wirbel aufrichten. Paramacchandrasana, den Drehsitz. Setz dich links neben deine Fersen. Schlag mit deinem rechten Bein ein linkes Knie. Spür hinein in deinen rechten Fuß, ob er gut geerdet ist. Spür hinein in deine Sitzbeinhöcke, ob sie beide gut geerdet sind. Und dann umschlag mit deinem linken Arm dein rechtes Knie. Zieh dich richtig schön in die Aufrichtung, lange gestreckte Wirbelsäule. Und einatmen, hebst du deinen rechten Arm und ausatmen, drehst du dich nach rechts auf. Und jetzt schieb gerne nochmal deine linke Brustmuskulatur nach vorne und du ziehst dabei deine rechte Brustmuskulatur nach hinten. Schaust, dass dein Scheitel gut zur Decke ausgerichtet ist und dein Kinn ganz sanft geneigt ist Richtung Brustkorb. Und jetzt spür mal deine Wirbelsäule. Spür nach, wie das Prana nun viel freier fließen kann. Durch Pranayama, durch die Asanas, durch die Puja. Lässt du das Prana einatmen vom Muladhara Chakra aufsteigen ins Hasrara Chakra. Und ausatmen sinkt es sich wieder nach unten ins Muladhara Chakra.
Einatmen aufrichten und ausatmen nach vorne aufdrehen. Ganz selbstständig die Seiten wechseln. Dabei wieder gut auf die Erdung diesmal deines linken Fußes achten und deiner beiden Sitzbeinhöcker. In die Länge in deiner Wirbelsäule. Und einatmen, Arm nach oben und dann ausatmen, aufdrehen. Und auch hier kannst du wieder deine rechte Brustmuskulatur nach vorne schieben und deine linke nach hinten ziehen. Noch etwas stärker in die Drehung dich hineinbegeben. Und dann atme wieder. Schick die Energie über Sahasrara Chakra einatmen hinaus und ausatmen. Lass sie noch tiefer in Mutter Erde hineinsinken. Einatmen über Sahasrara Chakra hinaus aufsteigen lassen die Energie. Und ausatmen tief in Mutter Erde hineinsinken lassen. Kannst dies gerne verbinden mit der Vorstellung einer Lichtkugel. In Stille. Und lass alle Energie noch einmal aufsteigen. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, nach vorne drehen. Und du kommst zum Stehen. Wir wollen jetzt im Baum nochmal hineinspüren, wie diese Energiefreien fließen können, wie sie uns in unser inneres Gleichgewicht gebracht haben, wie sie uns Mut und Vertrauen geschenkt haben. Und dazu stellen wir uns vor, kannst du dir vorstellen, wie in deinem Bau, und kannst du jetzt mal so einen Stein vorstellen, wie viel Ruhe, wie viel Kraft da in ihm steckt. Und stellst dir vor, wie auch dein Bauch, deine Bauchmitte jetzt so diese Ruhe und diese Kraft ausstrahlt. Und du erdest deinen linken Fuß, hebst deinen rechten Fuß schon mal so ein paar Zentimeter an, dann setzt du ihn dorthin, wo er heute ankommen will. Gibst deine Hände einatmend in Namaste, gerne ins Kali Mudra, und einatmen, aufrichten, die Arme weit nach oben strecken. Und jetzt spüren diese Bauch mit hinein, spüren diese Ruhe, spüren diese Kraft. Und wenn du jetzt dieses Gleichgewicht spürst, dann kannst du auch noch in eine richtig schöne Rückbeuge kommen oder eine leichte Rückbeuge. Und dann richtest du deinen Kopf nach oben hin aus, neigst ihn leicht nach hinten und dann schaust du über dein drittes Auge hin zum Himmel. Und dann lässt du die Energie durch dich hindurchfließen, über dein drittes Auge abfließen lassen ins Innere.
Dann denkst du aus, atme deine ein ins Namaste. Und dann senkst du aus, atme dein Bein, spürst nach. Und dann geht wieder deine ganze Ruhe und Kraft in deine Bauchmitte und dein rechter Fuß erdet sich, sodass sich dein linker Fuß ein paar Zentimeter abheben kann, dass er sich an deinen linken Oberschenkel, rechten Oberschenkel Platz nehmen kann. Und dann wieder einatmen, die Hände ins Namaste, Kali Mudra, einatmen, nach oben strecken. Konzentration hinein in die Bauchmitte, in diese Ruhe. Und wenn du dein Gleichgewicht gefunden hast, gerne noch in eine leichte Rückbeuge, dabei den Kopf mit leicht nach hinten neigen. Du schaust nach oben über dein drittes Auge, spürst, wie die Energie in dich hineinströmt. In dieser Ruhe, in dieser Harmonie. Und ausatmen, sinken lassen die Hände. Und ausatmen, auch noch den Fuß absinken lassen. Kurz nachspüren. Einatmen, die Arme weit nach oben strecken. Und aus der Hüfte heraus nach vorne verbeugen, in die stehende Vorwärtsbeuge hinein. Verneig dich in Dankbarkeit. Schau dabei, dass deine Knie gut durchgedrückt sind. Schau dabei, dass dein Gesäß zur Decke streben will. Und dann lass dich wieder einfach nur noch hängen im Oberkörper. Schultern entspannt, Kopf entspannt. Und nun lass deinen Atem fließen, genau umgekehrt. Einatmen, steigt er aus Mutter Erde über dein Sahasrara Chakra hinauf. Über das Muladhara Chakra weit hinaus und ausatmend sinkt es vom Muladhara Chakra über dein Sahasrara Chakra nach unten fließend in Mutter Erde. Einatmen, aufsteigen lassen die Energie und ausatmen, sinken lassen. Und dann richtest du dich einatmen, Wirbel für Wirbel, ganz, ganz langsam auf, richtig schön genussvoll. Und jetzt drehst du dich auf zu unserem wunderschönen Garten. Kommst in Trikonasana, das Dreieck. Und du führst es heute ganz, ganz selbstständig, ganz meditativ aus.
Und dann nimmst du in deiner Zeit Platz in Shavasana. Du liegst in Shavasana. Du spürst wieder in die hüftbreite Öffnung deiner Beine, wie deine Zehen ganz locker nach außen fallen. Und dann ruckelst du da nochmal, wenn du eine Decke hast, so ein bisschen hin und her, damit da auch ja nichts klemmt. Und spürst unter deine Achselhöhlen, wie da Luft zirkuliert, angenehm nach den Asanas. Und spürst du deine Entspannung deiner Finger. Spürst in deinen Bauchraum, wie er sich einatmen hebt und ausatmen sinkt. Dann spannst du dein rechtes Bein an, ziehst dabei die Fersen schön nah zu dir heran, Fersen weit weg, ein paar Zentimeter abgehoben, Spannung halten, halten, halten und lösen. Das linke Bein spannt sich an, Zehen zu dir herangezogen, paar Zentimeter abgehoben, halten, halten, halten und lösen. Und deine Fersen drücken ganz fest in die Matte und deine Schulterblätter drücken ganz fest in die Matte und dein Becken hebt sich ab vom Boden. Spannung halten, 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 halten und lösen. Drück deine Bauchdecke so richtig schön fest in die Matte hinein. Halten, halten, halten und lösen. Dann ziehst du die Schulterblätter hinten zusammen, streckst deinen Brustkorb weit nach oben hinaus. Spannung halten, halten, halten und lösen. Mach Fäuste, lange gestreckte Arme, so richtig schön weit weg von den Ohren. Halten, halten, halten. Und lösen. Jetzt zieh nochmal die Schultern richtig nah ran an deine Ohren. Halten, 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 halten. Und lösen. Zitronenknautschgesicht. Alle Muskeln, Gesichtsmuskeln wollen diese Nasenspitzen berühren. Halten, 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 halten. Und lösen. Langes, gestrecktes Gesicht, Mund weit aufgerissen, Zunge richtig weit rausgestreckt, Augen richtig weit offen, Stirn geklettert, noch ein bisschen angehoben, den Hinterkopf abgesenkt, halten, 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 halten und lösen. Jetzt geh nochmal durch deinen Körper hindurch, ob alles gut Platz genommen hat, ob du in Stille so liegen kannst. In Entspannung. Gerne wieg nochmal deinen Kopf nach links und rechts. Spür hinein in deine Füße. Spüre das energetische Zentrum deiner Füße. Stell dir eine wärmende Sonne vor, wie sie weithin ausstrahlt. Spür in deine Fußgelenke. Stell dir in der energetischen Mitte eine Sonne vor.
wie sie Wärme, wie sie Licht in alle Richtungen hinausstrahlt. Spür hinein in die energetische Mitte deiner Kniegelenke und auch hier strahlt deine Sonne Licht und Wärme in alle Richtungen hinaus. Spür hinein in deine Hüften. In deine Hände. In die Handgelenke. In die Ellenbogen. Die Schultergelenke. Dein Beckenboden. Dein Bauchzentrum. Dein Brustraum. Dein Scheitel. Ich spüre die energetische Mitte deines gesamten Körpers. Und von dort aus strahlt deine Sonne ganz viel Licht und Wärme in alle Richtungen. Nun stell dir vor, wie du ganz frisch gereinigt auf diesem Bett aus Blütenblättern liegst. Wie ein feiner, wohlriechender Duft von Räucherstäbchen dich umgibt. Wie das Kerzenlicht scheint. In Stille, Stille.
Spüre deine Zehen, bewege sie langsam wieder, spüre deine Finger, bewege sie langsam wieder. Und dann fang an, deine Beine und deine Arme zu bewegen, regel und streck dich gerne nochmal so richtig schön. Kann er noch so ein paar Krokodilseiten schwingen. Und dann komm in die Aufrichtung zum Sitzen auf deiner Matte. Schließ deine Augen. Und du sitzt ganz aufrecht. Und du spürst nochmal in dein Herz hinein und wiederholst die Affirmation. Ich bin voller Licht und Liebe. Ich bin voller Licht und Liebe. Und wir wollen noch Segenswünsche in die Welt hinausschicken zu allen Wesen auf dieser Welt. Mangala. Tief und vollständig einatmen. Ganz ausatmen. Und bequem einatmen für dreimal um. Sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu. Öffne ganz langsam deine Augen. Schau nach vorne zum Altar. Schau zu Krishna und Dharara. Und wir wollen ihm noch ein kurzes Arati beibringen, alle gemeinsam. Und dafür stehen wir auf. Möchtest du das Licht schwenken?
Jaya Jaya Arati Vigna Vinayaka Vigna Vinayaka Sri Ganesha Jaya Jaya Arati Vinu Gopala Vinu Gopala Vinu Lola Papa Virura Navanita Chora Jaya Jaya Arati Satguru Nata Satguru Nata Shivananda Jaya Jaya Arati Vinu Gopala. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhu shasaka tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam Mama Deva Deva Kayena Vacha Manasendriyarva Budhyatmanava Prakriti Svabhavat Karomi Adyat Sakalam Parasmai Naranayanayeti Sama Pariyami Sarvadaman Parichacha Mamekam Shahanam Vracha Aham Dvasava Papibhyo Mokshya Ishyami Masucha. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai Om Sava Santana Ki Jai 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 Om Namah Shivaya. Ich bedanke mich ganz, ganz doll bei euch fürs Hiersein, fürs Mitmachen. Wunderbare Energie im Raum gewesen. Und ja, ich wünsche euch so einen richtig lichtvollen, freudvollen Tag. Ganz viel Liebe im Herzen. Om Shanti. Alles, alles Liebe. Und danke auch an Shivani fürs Mitpraktizieren.